Die DBLDW Vorschau mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und Fabio Schaub. Kürzer als eine Halbzeit und auf jeden Fall länger, als es braucht, um Autoren zu werden. Zumindest in unserem Fall. Ja, stimmt. Also, wir dürfen ja nicht so viel verraten, aber ja, wir drei sind jetzt Autoren. Richtig. Wie fühlt man sich so, Peter, als Autor? Ja, warte mal, war ich davor schon Autor? Nein, davor war ich nur ein Ad-Autor, davor war ich nur Schreiberling. Ja, es war natürlich eine sehr große Herausforderung, vor allem auf Textseite, was natürlich sehr, sehr viel zu machen. Und wir haben es aber geschafft. Das Lektorat war sehr intensiv. Fabio, für dich, wie war das Gefühl, dann plötzlich das erste eigene Werk in der Hand zu halten? War gut, war allerdings, wie der Peter schon richtig sagt, mit dir als Schreiberling leichter dann, Peter. Aber ja, wir haben das gleich gut gemeistert und gegenseitig haben sich die Stärken, die wir haben, befruchtet. Und es ist lyrische Kunst geworden. Es wird cool. Wir haben Weihnachten gerettet, so viel können wir schon sagen. Mehr dazu aber in den nächsten Tagen und Wochen. Immer wenn ihr DBLDW hört, egal ob die Folge am Montag bzw. am Dienstag oder in dem Fall die Vorschau heute, dann wisst ihr Bescheid, worum es dann geht. Es wird auf jeden Fall was Großartiges werden. Wird cool. Hashtag DBLDW. Einfach mal reinkaut. Achso, Entschuldigung. Das passt schon. Wir sind wieder da. Die Vorschau, die hoffentlich, wie gesagt, ein bisschen kürzer ist als die großartige Folge übrigens wieder am Dienstag. Sehr, sehr toll. Sehr, sehr schnell auch das Orakel aufgelöst, kann man rück auch so sagen. Danke. Sehr, sehr stark. Wer war die Woche? Weil mir jemand geschrieben hat, nein, das Duschgel verkaufen wir nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, das wäre Time on Shoulder, ich weiß wieder. Okay. Ja. Genau. Das wäre lustig. Ja. Wir kommen zu unseren Rubriken. Wir haben natürlich auch heute wieder das DBLDW-Update, wo wir ganz kurz über ein gewisses Thema sprechen, in dem Fall heute über die Bruno-Gala. Dann haben wir 4 Fragen für Antworten, das DBLDW-Auge und natürlich auch noch unseren DBLDW-Alumni, Alumnus, Alumnos, egal wie es so, Alumni. Egal es ihr so wollt. Dann legen wir los mit der ersten Kategorie. Das DBLDW Update. Yes, und zwar über die Bruno Gala, die Anfang der Woche in Wien stattgefunden hat, mit den Spielerinnen und Spielern der Saison, mit der Mannschaft der Saison, mit dem Trainer der Saison, mit dem Amateurfußballer der Saison, mit allen so Auszeichnungen, die man sich so ausdenken kann rund um den Fußball in Österreich. Was halten wir vom Trainer der Saison, Christian Ilzer? Ja, sehr erwartungsgemäß, würde ich sagen. Letztes Jahr schon Außenseiterchancen, aber dieses Jahr habe ich es erwartet. Hat er sich verdient? Ja, hat er sich verdient, war definitiv in der vergangenen Saison der beste Trainer der Liga. Mannschaft der Saison, SK Sturm. Haben sie sich verdient, Fabio, oder? Fabio, ja. Was sagst du? Hast die richtig gefreut? Habe ich mich. Ja, ich mich gefreut. Wahnsinn. Nein, habe ich mich nicht. Ich liebe deine Ehrlichkeit. Aber ja, ich sage mal, den entscheidenden Titel, der Salzburg kriegt. Ich glaube, damit kann jeder leben. Nein, absolut tolle Saison gespielt und Salzburg hat halt einfach diesen Status, die zu besiegen oder an Rande einer Niederlage, in dem Fall Meisterschaftsverlust zu drängen, ist eine tolle Leistung. Im Cup ist es Sturm gelungen. Da hat man Salzburg eliminiert. Demnach, wenn man die Erwartungshaltung hinstellt, natürlich toll performt. Spieler der Saison, Nicolas Seiwald. Peter. Ja, habe ich mir auch gedacht. Also man sieht ja dann immer die 3 Nominierten vorher und ich hätte Seiwald dann tatsächlich auch getippt. Ich glaube, wer war sonst Prass, glaube ich, und dritten vergessen. Aber ihr habt auf jeden Fall mit Seiwald gerechnet, habt die anderen gleich ganz vergessen. Ich glaube, Burgstaller war noch dabei. Ah ja, das kann sein, ja. Der hat ja die Torjägerkrone erhalten von Hans Krankl. Ja. Das ist ganz cool, finde ich. Also, die haben ja einen ziemlichen Streit da, die VDF, mit dem ÖGB bzw. mit der Union. Und das zeigt schon ganz eindeutig, dass Fußball Österreich auf professioneller Ebene halt eigentlich hinter der VDF steht tatsächlich. Kurz zu erwähnen nur, die VDF ist die Vereinigung der Fußballer, also die Gewerkschaft der Fußballer, die Spieler und Spielerinnen vertritt. Und die war jahrelang Teil der Union, also beim österreichischen Gewerkschaftsbund.
und ist jetzt nach dem Streit wieder eigenständig und da gibt es eben diverse Konflikte und unterschiedliche Ansichtsweisen und so gut wie alle Fußballer stehen hinter der VRF, die aufgrund auch der jahrelang guten Arbeit natürlich auch das Recht hat und auch weiterhin die Institution bleiben sollte, die Spieler vertritt. Da hat es ja sogar einen offenen Brief dann gegeben an den ÖGB vor einigen Wochen schon, wo die Spielervertreter gebeten haben, dass die VRF sie vertreten darf. Das große Thema ist der Kollektivvertrag. Wer Kollektivvertragsfähigkeit bekommt, das ist jetzt noch ein laufender Prozess, das wäre halt etwas Neues, dass es nicht die Gewerkschaft in Österreich macht, also nicht der ÖGB, und das ist dann halt so ein Thema und da streiten sie rum. Und der Streit hat begonnen tatsächlich. Gibt's sonst übrigens, muss man auch sagen, ist in Österreich ein Novum. Tatsächlich begonnen wegen der Bruno Gala, weil da gibt es den Partner Spuso und die VDF wollte sich da aufstellen, ohne irgendwie, weil da hat es immer die gegeben, dass das zu viel kostet, dann haben sie es irgendwie finanziert gehabt und dann war der ÖGB doch beleidigt. Also es war natürlich, steckt mehr dahinter, aber so in etwa. Und ja, aber schöne Veranstaltung tatsächlich. Was sagt sie eigentlich zum Amateurspieler der Saison? Auch schöne Geschichte, oder? Na, habe ich mitbekommen, ja. Krebs hat da in dem Fall wilde Geschichte gewesen, aber ja. Ah ja, das auch noch, stimmt. Ja. Genau richtig. Das hätte ich jetzt ganz vergessen, Hodenkrebsdiagnose, gell? Ist richtig. Nein, aber der ist ja zusätzlich auch der Enkel der Lask-Legende Dolphy Blutsch. Ah, ja, Markus Blutsch von Pregarten. Dolphy Blutsch, der Meister wurde mit Austria Wien, Lask und Hakoa Club in Australien. Haben wir vor nicht allzu langer Zeit in die BLW gehabt. Da habe ich, glaube ich, ein Quiz zu ihm gestellt, wegen seiner Station in Australien. Dann haben wir aber noch die Spielerin der Saison, auch der Frauenfußball bekommt bei dieser Gala natürlich auch einen hohen Stellenwert, wobei anscheinend auch wieder nicht, denn Aileen Campbell kommt auf die Bühne von Altach, schreitet heran, dann sagt Philipp Hansen, einem Moderator, sagt, hey, congrats, please stand here, so irgendwie in Richtung. Gabi Hiller fängt dann an und erzählt auf Englisch noch irgendwie die Anfangsgeschichte, wie sie zum Fußball gekommen ist. Und mit Bruder irgendwie oder so, gell? Genau, ja. Und dann sagt Aileen Campbell dann so, im besten Vorarlbergerisch, du kannst ruhig mit mir Deutsch reden. Also ich kann jetzt nicht gut Vorarlbergerisch, aber eher steirisch, aber das war dann schon eher ein bisschen ein komisches Gefühl, sagen wir es mal so. Übrigens, das Video dazu wird es dann am Ende der Folge auch wieder auf Spotify und in unseren Shownotes geben. Ja, es war der Hillersche und Hansersche How Do You Do Plattner-Moment, falls man sich noch erinnert. Plattner? Platter? Wie hat der geheißen? Platter. Der Tiroler. Landeshauptmann. Der David Alaba einst auf Englisch angesprochen mit hatte. Mit How Do You Do. Er könnte man vielleicht auch nachreichen, falls es da noch... Das habe ich nicht gefunden. Ja, okay, dann reichen wir es nicht nach. Ich habe nur dieses Tiroler, lass es verschwinden. Ja, genau. Das ist gut. Auf jeden Fall trotzdem eine, wie du sagst, sehr, sehr schöne Gala mit den richtigen Gewinnerinnen und Gewinnern, kann man einfach so sagen. Schon wieder Gala. Wir letzten erst Les Fener, Morgala. Ah ja, Morgala. Wieder Gala, ja, herrlich. Ja, Galatasaray-Podcast. Ist der nicht wieder verletzt, der Morgala? Ja, er hat so ausgesehen, aber ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich ausfällt. Wäre für die U21 das deutsche Nationalteam nominiert. Apropos Deutschland, wir kommen zur nächsten Kategorie. Das DBLDW Auge. Nein, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Deutsche Legende Klaus Augenthaler, vielen Dank dafür. Alles Gute. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt habe ich die Überleitung verstanden. Ich dachte, warum jetzt Deutschland? Ja, gut. Der Klaus. Guter der Mann, Klausi, dieser Moderator hier. Der Klausi. Wir sind in einer spielfreien Woche, was die Bundesliga, die beste Liga der Welt betrifft. Deshalb wieder Nationalteam zusammengekommen, um das EM-Ticket jetzt endgültig fix zu machen aus rein österreichischer Sicht. Es geht gegen Belgien und Aserbaidschan. Zwei Punkte fehlen noch. Gelingt es schon, Peter, gegen Belgien? Ich fürchte nicht. Also das ist schon eine sehr gute Mannschaft. Wieder natürlich ein großer Umbruch dort gewesen in den letzten Jahren gerade wieder ein Tedesco auch dazugekommen ist. Übrigens Tedesco, ehemaliger Trainer von Guido Burgstaller. Zwischen Juli 2017 und März 2019. Schalke. Völlig richtig. Schalke. Ich glaube, dass das sehr schwierig wird, weil es sehr, sehr viele Ausfälle sind. Ich habe mir den Spaß gemacht, gestern oder vorgestern mir einmal aufzuschreiben, wie die Mannschaft dann eigentlich ausschaut, weil ja, es sind ja Sabitzer, Gregoritsch wahrscheinlich nicht dabei, Baumgartner, Trauner fix nicht, Arnautovic nicht, Alaba nicht, Bosch nicht, Mene nicht. Das ist wirklich relativ viel. Alaba fällt auch aus. Ja, ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Da geht es dahin. Aber man muss auch sagen, andererseits, wir haben jetzt schon eine ordentliche Breite. Also es ist trotzdem
noch immer eine gute Mannschaft, die auflaufen wird, aber es ist schon dann, B11 ist jetzt übertrieben, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht die erste Formation und deswegen glaube ich, dass es eher schwierig wird, vor allem in Richtung Offensive. Gut, vielleicht ist irgendein Kalajdzic dabei, der einen Sterntag erwischt, Romano Schmidt weiß man, dass das ganz gut läuft beim derzeit, aber ich glaube, es wird schwierig und deswegen, der Hoffnungstipp ist ein X, der Realo-Tipp ist eine Niederlage. Aber dafür dann gegen Aserbaidschan? Ja, gegen Aserbaidschan wird man, glaube ich, aus den Feierlichkeiten schon etwas draußen sein, nachdem man Belgien 3-1 besiegt hat. Aha. Und man wird gegen Aserbaidschan dann souverän mit einem 1-0 auch noch gewinnen. Da merkt man den Nationalteam-Fan Fabio Schaub. Übrigens für uns beim Nationalteam mit dabei, aus der DBL-DW-Community, nominiert worden von Teamchef Ralf Rangnick, Matthias Pascodini aufgrund seiner großartigen Performances in den letzten Wochen und Monaten, die er ja wirklich Woche für Woche hier abliefert. Danke dafür, Matthias. Er wird dabei sein und für uns ein bisschen die Gurke hinhalten, wie man so schön sagt in Journalisten-Jargon. Ah, so sagt man das. So ja, sagt man das. Die Gurke ist das Mikrofon schön. Übrigens. Ja, also, wir haben es uns gedacht. Wir haben es gehofft. Wen soll, jetzt, wir bleiben auf diesem Level drauf, wen soll Matthias Pascodini die Gurke hinhalten? Ja, ich bin immer, Junior Adamo ist zurück im Nationalteam und es wäre schön, wenn Junior ein Tor erzielt und darauf ein Gingerbier und so weiter, weil ich war jetzt schon echt lange nicht mehr bei Papa Haruna, weil ich schon länger keine Torerfolge mehr zu feiern hatte, war ja lang verletzt, aber ist jetzt zurück, spielt immer wieder bei Freiburg, genau, also ich tippe und hoffe auf Junior Adamo. Bei Belgien? Ich hoffe auf Jan Vertonghen, der ist es ja gewohnt, nach wenig Erfolg ein Interview geben zu müssen, weil er jahrelang, glaube ich, bei Tottenham, demnach wird das, glaube ich, gut passen. Aha, schau, okay. Ja, ich möchte nur ganz ehrlich sagen, wir sind so gut wie alle Vereine in England egal. Ich wollte gerade sagen, Arsenal-Fan oder so. Nein, das ist mir sogar Tottenham lieber. Aber ja, da geht's ab heute. Ist einfach so, muss man auch sagen. Dann kommen wir zurück in die Bundesliga. Für wen kommt jetzt die Länderspielpause gerade recht? Das ist immer so ein Unterbrechen einer eventuell Misere, Unterbrechen eines Flows. Für wen passt jetzt ganz gut, dass man sagt, okay, Akku aufladen, zusammenfinden und wieder neu durchstarten. Ich habe drei zur Auswahl. Peter, du durftest dir dann eines dieser drei Teams aussuchen, würde ich sagen. Bitte. Ich habe Klagenfurt, da dort offensiv vermutlich wieder mehr geballte Kraft da ist. Ich habe Lustenau, weil es einfach überhaupt nicht läuft. Und ich habe Rapid, weil sie Burgstaller vermutlich zurückbekommen. Oh. Das schwierigste DBL-DW-Quiz aller Zeiten. du kannst ja auswählen. Ja, aber ich bin trotzdem bei Lustenau. Weil bei denen ist es halt so grauslich und die brauchen halt jede Woche, wo sie irgendwie zusammenfinden und irgendwelche Automatismen entstehen oder vielleicht eine Mannschaft gefunden wird. Also das ist schon Lustenau, die es am dringendsten benötigen. Ich weiß nicht, ich hau wieder meinen Tipp raus. Ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, für Markus Mader könnte es eng werden. Wenn er jetzt nach der Länderspielpause nicht zündet, wird es wahrscheinlich dann wirklich bald zu weit sein, oder? Es ist so schwer zu sagen, ja. Also sie haben jetzt auch kein einfaches Programm, glaube ich, hinten raus. Du brauchst einfach Punkte und sie haben sich selber gesagt, sie müssen in den nächsten zwei Spielen Punkte holen. Die Frage ist dann, solange die Punkte nicht halbiert werden und du vielleicht den Aufwärtstrend trotzdem siehst und dann verlierst du vielleicht einmal gegen Salzburg und gegen Sturm, weil du einfach auch mit einer guten Leistung aus diesen Partien rausgehen kannst, ohne Punkte mitzunehmen, dann muss man das so bewerten und ich glaube, in Lustenau wird so bewertet, sonst wäre schon etwas passiert. Aber natürlich, die Zeit spricht gegen ihn. Ja. Und man muss ja auch sagen, das ist mir dieser Tage erst bewusst geworden, dass es für die Core Sports Capital Group von Ahmed Schäfer ja so überragend läuft. Nicht nur erster von unten in Österreich, sondern auch in Frankreich, weil Clermont Foot gewinnt auch sehr selten. Ja. Ich habe gerade nachgeschaut, ja, die kommende Partie ist Blau-Weiß Linz und dann Hartberg, also zwei Gegner, die vermeintlich einfach klingen, die man muss einfach punkten, man muss irgendwann mal anfangen anzuschreiben und es wird dann nicht leichter. Wie gesagt, hinten raus hat man noch die ganz Großen, also ja. Also Clermont hat übrigens gleich viele Punkte wie aus der Lustenau. Zwei. Cool. Ja, ganz geil. Wir schauen noch kurz zur letzten Frage, in dem Fall das letzte Thema, das wir noch ansprechen wollen. Könnte länger dauern, aber wir wollen es ganz kurz halten. Die Pyro-Strafen, die Rapid und Sturm ereilt haben. Ereilt? Was heißt das so? Kann man sagen. Erreicht, ereilt.
Aber eilt war schon richtig, oder? Ja, ist schon in Ordnung. Ja. Ich wollte mich zuerst enteilt sagen, aber das war nicht, glaube ich, nicht richtig gewesen. Egal. Die Sturm, Kontrolle ist entgleist, würde Manuel Ortlechner sagen. 100.000 Euro für den SK Sturm, weil es das erste Vergehen, Achtung, in der Bundesliga war und nicht im ÖFB Cup, der ja eben vom ÖFB gemacht wird. Und für Rapid, weil es schon mehrere Vergehen gehabt hat, 50.000 Euro plus aber auch einen Punkteabzug von 3 Punkten für die nächste Saison, bedingt auf 24 Monate. Heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, bitte korrigiert es mich, wenn sie noch mehr einen Blödsinn bauen, dann... Genau, wird es fällig, ja. Ich habe davon habe ich geträumt heute, mit meinem Sohn heute in der Früh geredet, was hast du gesagt? Davon habe ich geträumt, dass bei Rapid jemand Bürotechnik-Artikel wirft und Socki Barisic persönlich hinläuft und sagt, nein, bitte nicht, ihr Lieber. Na, man kann auch klar sagen, dass Rapid hat auch gleich einmal eine Presseaussendung ausgeschickt, wo sich Geschäftsführer Steffen Hoffmann äußert und sagt, nach juristischer Rücksprache werden wir gegen die Entscheidung des Senat 1 Einspruch erheben, da das Strafausmaß mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem möglichen Punkteabzug einen überaus harten Beschluss darstellt. Demnach wird da vielleicht noch etwas reduziert oder nicht, müssen wir abwarten, aber das ist der Status quo. Ja, ich glaube eher, dass ein bisschen reduziert wird, kann ich mir vorstellen, das wäre so typisch österreichisch. Aber grundsätzlich, es ist ein schwieriges Thema. Ich mag ja Pyrotechnik einerseits, andererseits finde ich es dann wieder gefährlich. Also ich mag mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich eher tendenziell sage ich nachvollziehbar und klar, dass man jetzt einmal ein Zeichen setzt, weil es einfach eine gewisse, es hat sich ein bisschen aufgeschaukelt, seit dem Cup-Finale vielleicht tatsächlich, und dementsprechend durchaus nachvollziehbar. Ich finde, Entschuldigung bitte. Ja, kein Problem, sag du zuerst. Nein, ich bin der Meinung, dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt Pyrotechnik nutze oder ob ich ein Feuerwerk im eigenen Stadion abfeuere sozusagen. Mir sind Bengalen 10-mal lieber als irgendwelche Böller oder richtig große Rauchbomben oder wie immer, die dann vielleicht zu einer langen Unterbrechung führen. Und das ist immer der Punkt, wenn es zu einer Unterbrechung führt, gehört es schon noch irgendwo bestraft, weil es soll halt nicht das Spiel in der Hinsicht hindern, dass die Spieler nichts sehen oder dass der VAR nichts sieht, der teilweise eh auch ohne Rauch nichts sieht. Aber da muss man halt sagen, dass das einfach schon irgendwo differenziert gehört. Diese Feuerwerk-Thematik, die sich ein bisschen so entwickelt hat, ja, ist okay, wenn man da mal eine Strafe setzt, auch wenn das finanziell höher ist. Nur, es sollte im Rahmen bleiben, es ist noch immer nichts, finde ich, grob Fahrlässiges. Jeder da drin weiß, wo er sich begibt. Das ist auch, kann ich mich nicht erinnern, dass da jetzt Großleute in Gefahr gebracht werden. Natürlich soll es in das Wurfgeschoss verwendet werden, es soll irgendwo im Rahmen bleiben. Also Feuerwerk geht dann schon zu weit hinaus. Nur einen Punkteabzug dazu machen, finde ich nicht in Ordnung. Und ja, es ist nicht ganz gemäß dann. Ja, zumindest die Strafe. Also die Geldstrafe ist schon mal in Ordnung. Also das kann man ruhig sagen, wie es ist, weil wenn es ein Verbot generell gibt und die wird halt gebrochen und es wird aber nichts bestraft, dann ja, für was gibt es dann die Regel? Also da müssen wir dann schauen. Wenn es sowas gibt, dann muss man halt auch einmal eine Strafe durchziehen. In dem Fall hat es ja dann doch bei Sturm, glaube ich, über 10 Minuten gedauert, bis das Spiel wieder angepfiffen worden ist. So ist es. Das war eben der Punkt, wo es dann schon drüber hinausgeht. Wo plus man sagt, der Spieler ist zu viel. Leicht getroffen worden. Also da waren schon ein paar Dinge dabei, wo man dann nachvollziehen kann, warum es plötzlich dann so teuer wird. So ist es. Und wie, glaube ich, schon angesprochen auch in dem Podcast, wenn nicht, dann sage ich es jetzt nochmal. Es hat ja auch das Kollektiv 1909 ja auch gesagt, okay, diese eine Gruppierung, Bastion Nord, ist ja jetzt in dem Fall mal suspendiert geworden, weil sie auch intern ja gesagt haben, das ist nicht so groß, nicht so viel und es wird nicht so groß und nicht so viel wie in Klagenfurt. Beim Cup-Finale war dann doch so, in dem Fall noch größer. Aber lass mal das Thema, ich glaube, Geldstrafe ja, Punkteabzug können wir rückwärts unterschreiben, eher nein. Und damit kommen wir zum Abschluss noch einmal zur letzten Kategorie. Der DBLDW Alumni. Sie hörten DJ Fabio on the Bags. Der war kurz ein bisschen gemixt hat. In dem Fall sind wir viel weniger Fehler als beim letzten Mal schon, möchte ich sagen. Da. Es sind ja keine Fehler. Nein. Never talk about mistakes. Das war alles stimmt. Gewollt. Ich meine, Feder. Hiller und Hansa gefällt das. Ja. What? Bis jetzt hat noch keiner drüber geschrieben. Bis jetzt. Wir haben einen DBLDW Alumni, Alumnus. Einen Alumnus tatsächlich eigentlich. Ja. Ja, Johannes Hofer. Liebe Grüße. Alumniowski. Lieblingsreporter. In dem Fall, wer ist es heute? Benedikt Zech.
Ja, ich habe den nicht ausgewählt, aber ich musste dann natürlich noch schnell recherchieren, weil mir Fabio den aufgebunden hat. Ja, sensationell, oder? Man kennt ihn als Innenverteidiger-Legende, vor allem bei Altach, davor war er bei Austria Lustenau, spielt bei Pogo Stettin oder wie es auf Polnisch heißt, die Stadt Pogo Stettin. Ja, ist ganz anders, wie auch immer. Gehört laut deiner Aussage, Fabio, zu einem der besten und stärksten Innenverteidiger der Liga, ist jetzt Anfang 30, ist völlig unterm Radar, muss man sagen, also kriegt man wirklich nicht mit, deswegen auch ein schöner Alumnus. Kommt übrigens aus Ludesch, wie ihr alle wisst, und wer kommt noch aus Ludesch in Vorarlberg? Richtig, Valentino Müller. Die Fans in Polen haben ihm schon vor über einem Jahr den Spitznamen Professor gegeben. Entschuldigung, dass ich kurz unterbrich. Das sind genau die Personen, Peter gehört da genau dazu, der sagt, ich habe schon wieder nichts gelernt, oder Philipp Schiffer. Es wird sicher ein Fleck. Und dann auch ist mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit eins oder zwei. Und der sagt, ich habe mich leider nicht vorbereiten können, aber bam, 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 bam. War nicht so, ich habe auch 9 AHS-Jahre hinter mir, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls hat er diesen Spitznamen von Kanal Plus bekommen, das ist sowas wie der Sky von Polen, hat er in einem Krone-Interview mal erzählt und er glaubt schon, dass das Ding daher kommt, weil es ihn auszeichnet, dass er das Spiel gut lesen kann und ein gutes Stellungsspiel hat. Außerdem meint er, dass er sehr wenige gelbe Karten gesammelt hat in seiner Karriere bisher. Genau, und er war in Altacher Zeiten ein Homie von Zwischenbrugger und ist in Stettin durchaus auch als Co-Kapitän tätig. Ja, er ist dort eine absolut tragende Rolle, hat auch schon über 130 Spiele für den Verein getätigt. Du hast richtig angesprochen, er ist in der polnischen Liga ein absoluter Top-Verteidiger, Schlüsselspieler, Professor in dem Fall und macht einen tollen Weg. Ist, wenn man sich anschaut, Pogo Stettin auch von Jahr zu Jahr besser, ich habe es mal rausgesucht. Elfter im ersten Jahr, dann Siebter, Sechster, Dritter, im letzten Jahr Vierter. Also mausen sich zu einem absoluten Top-Team in Polen mit Benedikt Zech eben. Und er spielt schon seine vierte Saison dort, das darf man nicht vergessen, ist wirklich schon relativ lange dort. 90er-Jahrgang, würde Schaub auch sagen. Ja, als Innenverteidiger kommt er jetzt in sein bestes Alter. Vorarlbergs Lieblingsfußballer des Jahres 2015. Boah, das sind das sind einmal Titel, die man gewinnen möchte. Das ist geil, oder? Ja, schreibt das Lieblingsfußballer des Jahres. Boah. Durchgesetzt gegen die anderen 200. So, wir sind schon langsam, aber sicher dann am Ende unseres großartigen Podcasts, in dem Fall der großartigen Folge. Das war richtiger, das war schon fast ein so, ein Sprint. Es war durchaus literarisch, um die Klammer dann wieder zu schließen. Boah. Also ihr könnt euch wirklich darauf freuen, vor allem die DBLDW-Community, das wird großartig, wie gesagt, Weihnachten ist gerettet. Wenn es gut ankommt, bringen wir es vielleicht auf Polnisch auch noch raus, damit auch Benedikt Zech seinen Teamkollegen etwas davon erzählen kann. Ja, warum nicht? Könnte gut passen, nämlich auch. Mhm. Also einen hätten wir dann schon. Gut, ist lustig, wenn man über was reden möchte, aber das machen wir schon. Kommt da anders mal. Ja? Also wir bauen Spannung auf. Wir haben, wie gesagt, euer Lieblingsvideo der Woche in dem Fall hochgeladen, gleich auf unseren Shownotes. Und Peter K. Wagner, bitte mit den abschließenden Worten oder dem abschließenden Wort. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.